Ich bin ein Mädchen voller Freude. Oh, ich schwänze. Oh ja, ob es. So, ne, dieses Bild ist doch echt und so und wunderschön und hässlich. Knutschkugel. Und weg. Und hüpf. So, Opa. Und jetzt gehst du mal ab in den Park. Und da fährt er gerade nach Hause. Jo. Ups. Puh. Halt. Also was sind wir jetzt mal mindestens? Deine Mutter. Okay, du hast jetzt hier und so. Partner, naja, siehst du. Hast du. Oh, er freundet sich mehr mit ihm an. Oh ja. Yeah. So, dann wirst du jetzt nach Hause kommen. Etwas festen. Säubern und dann anschließend noch deine Logik üben. Wenn er nach Hause kommt. Steht da schon ganz glammheimlich. Warte, ich ist bei ihm jetzt. Ne, dann machst du erstmal Hausaufgaben. Und anschließend kannst du mal schreiben. Schreiben üben. Und sie übt da unten. Ja, das behalten wir mal im Griff. Auf geht's, Oppis! Morgen, Junge! Ach ja, der Junge. So! Yeah! Nee. Olle Karre von Opa. Ja, wer ist jetzt die olle Karre? Nee. So, meine Karre aus den 80ern. Wer ist denn jetzt noch hier so unterwegs? Helga Müller. Wo ist denn dein Mann? Ach. Hä? Hat er sich gleich mal hier rüber gestohlen? Harry, deine Frau sitzt da oben. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hin. Freundschaftlich begrüßen. Ja. Ja, schnell weggehen hier, wa? Ist denn jetzt gerade noch so ein Park, jetzt wo Schulschluss ist? Ach, hier sind die ganzen Cherries unterwegs. Naja. Finde ich ja sehr nice. Ach, alias Gulong. Tourist. Was ist denn hier mit euch los? Yo, Mann, was geht ab? Nee, yo, pass mal auf. So, jetzt muss ich erstmal hier so kurz überlegen. Das sind zwei alte Säcke. Ja, wir kriegen jetzt schon hin. Hey, pass mal auf, ja. Ich bin Indiana Jones von früher und kenn sogar noch die Zeitung, als sie damals gedruckt wurde. Hey, weißt du was? Ich kann schreiben. Yay. Nee, pass mal auf, ich bin Indiana Jones von damals. Yeah, Harrison Ford ist mein Cover. Was? Nee, doch. Zeitung sind meine Leidenschaft. Also ich kenne die Zeitung noch, ich war damals dabei. Was? Ich war damals dabei. Die Zeitung ist mein Leben. Nee, gar nicht wahr. Oh Gott, wie kann man denn zwei alte Säcke hier synchron?
Plaudern. Lass mal über Bücher reden. Du hast doch die Schule ach, hat sie schon. 2000 hat sie schon. Du und du. Mal kurz darüber geswitcht. Ich sitze allein. Okay. Oh, kann nicht mal aufräumen, die Spasten. Geh mal aufräumen. Und anschließend kannst du mal benutzen. Und einen Snack essen. Ein Müsli. Komm, wir wollen ja nicht, dass er voll dumm wird. Und rüber zur Oppis! So, pass mal auf, ja. In meinen früheren Jahren war ich Dirigent mit einer richtig geilen Theaterscheiße. Ey, was haben die alle mit dem Theater? Also irgendwie scheint es ja in der Familie zu liegen. Und das hat richtig... Ja, pass mal auf, ja. Also damals in der Musik. Das war so voll mein... Nee, ich hab damals die Noten geschrieben für alles, sogar für Mozart noch. Ich kenn Mozart. Nee, also die Musik, ne, das war damals so voll mein Leben. Also ich war damals Mozart persönlich. Na cool. Nee, pass mal auf, ja. Die da drüben hat gesagt, dass du dumm bist. Geil, oder? Hier muss ich kurz was sagen. Reminator, wenn du das liest, also diesen Part siehst, dafür bist du verantwortlich. Dafür. Barzo! Naja, ist doch geil! Er ist Zeitungsjunge. Hey, du Junge, du hast Bücher und ich liebe Bücher. Ja, ich habe die Bücher geschrieben, ne? Das ist so mein Verdienst. Bücher schreiben ist total luschig, Alter. Komm doch mal richtig klar in deinem Leben. Na, mein Liebchen, jetzt kennenlernen. Und da müssen wir noch. Die gute alte Zeit. Und noch ein bisschen tratschen und hier nochmal kennenlernen. Dann kannst du nochmal ein bisschen plaudern und auf Wiedersehen. Oppis, na? Nein, wir wären nicht schwul. Ich glaube, Oppis macht die ganzen Cherries klar. Ja, komm. Da sitzt sie, die Ursula Emo, und spielt mit sich alleine, weil sie keiner mag. Ist das traurig, traurig. So, und so ein Steak, weißt du, darum finde ich richtig Bock, so richtig saftiges Frischfleisch. Ey, du verstehst, was ich meine, Alter. Ja, also, so ein Hotdog wäre jetzt auch mal so was Feines, wa? Ich glaube, die da drüben... Nee, Mann, richtig Frischfleisch. So wie die Cherry da drüben, ey, die würde ich mal richtig gern klar machen. Naja, also meine Helga, die ist nicht mehr so ein... Die hat nur noch mein Würstchen und so, also... Nein, Mann, geh richtig aufs Fleisch. Richtig, schnapp dir die jungen Bitches, sie sind auch alle dumm im Kopf. Los, zieh los. Naja, aber meine Helga, die macht aus meinem Würstchen einen Hotdog. Darauf hätte ich nicht so Bock. Lusche. Ja, aber denk doch mal, die Bitches, die kannst du richtig zu Brei verarbeiten. So richtig weich kochen, Alter. Die da hast du recht, Mann. Aber Helga, guck mal, die ist irre. Die macht mich fertig. Scheiß Leben, wa? Ey, aber pass mal auf, ich glaube, ich gehe gleich zu der Kleine rüber und sag, dass sie einen geilen Arsch hatte. Ich kann's nicht glauben. Bernhard Strong gibt heute eine Party. Bernhard Strong. Harry, ne?
So, und dann knall ich die Kleine so lange, bis sie Sterne sieht. Ja, so, Helga, die sieht keine Sterne mehr. Nein, Mann, die jungen Bitches! Die Bitches! Naja, aber was, willst du nicht mal mit deiner Freundin ums Ei reisen und so? Das ist doch auch total romantisch. Ne, vielleicht. Aber pass mal auf, der will ich dann schon mal die Töne erklären und dann werde ich da ihre Geige spielen. Okay, naja, mach das mal, aber ich glaube, ich bleib bei Helga. Du, ich bin da zu alt für den Scheiß. Nein, Mann! Nee, niemand ist zu alt, um Noten zu spielen und den Kleinen mal zu sagen, wo es lang geht. Du schaffst das! Okay. So, jetzt müssen wir uns aber verpissen. Gut gemacht, Harry. Ah, och. Aber wir werden jetzt mal hier zu den Mädels rübergehen. Ich konnte es einfach nicht. Hier haben wir die Dreier-WG, ja? Und ich glaube, wir werden uns als erstes mal... an Claudia ranmachen. So! Jetzt will ich mal zeigen, wo der Arme hängt, Bitches! Guten Abend! Also Opa wird die ja noch alle knallen, ich sag's euch, ja.